der Woche. Heute geht's um die Krisen beim 1. FC Nürnberg, bei der Spielvereinigung Unterhaching und beim FC Augsburg. Mein Name ist Alexander Augustin und ich rufe Karl-Heinz Kaas. Servus Karl-Heinz. Hallo Alexander, grüße dich. Wir fangen heute mal im deutschen Fußball-Unterhaus an, in der zweiten Bundesliga. Da kämpft der 1. FC Nürnberg erneut ums Überleben. Nach dieser Horrorsaison im letzten Jahr schon wieder ganz tief hinten drin und in der Kritik steht vor allem Trainer Robert Klaus. Der hat unter der Woche mit einer kuriosen Pressekonferenz für Aufsehen gesorgt, wo er seine Taktik lang und breit erklärt hat, die für Fußballlaien nur schwer verständlich ist. Was hältst du von diesem Taktikgeschwafel, würde ich es jetzt mal nennen? Ja, also ich habe das letzte Spiel kommentieren dürfen in der Max-Morlock-Arena und diese Pressekonferenz war ja irgendwie auch lustig, denn ein Journalist hat nachher gefragt, den Trainer, was er denn für Taktik sich bereitgelegt hatte bei dem 1:2 gegen St. Pauli. Und dann hat er gesagt, Zitat Anfang, wir sind in einem 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 angelaufen. Nach Ballgewinn wollten wir über die ballfernen Zehner umschalten. Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit einem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner. Also da haut es dann Vogel raus. Das sage ich wirklich wahr. Viele Journalisten haben nur Bahnhof verstanden. Und ich erinnere mich an den Kaiser. Der hat mal gesagt, jetzt raus und spielt Fußball. Das haben alle verstanden. Also mein Tipp, keine drei Spiele ist Klaus mehr im Amt. Und ich vermute, dass Sportdirektor Dieter Hecking übernehmen wird. Aber ich habe auch noch einen Tipp. Der Club wird wieder in die Relegation gehen. Eine Liga tiefer kämpft auch ein bayerischer Verein ums Überleben, die Spielvereinigung Unterhaching, die in die Saison gegangen ist als eigentlich Mitfavorit um den Aufstieg und jetzt stehen sie auf einem Abstiegsplatz und drohen, in die Regionalliga abzustürzen. Auch da ist Arifan Lent, der Trainer, in der Kritik und möglicherweise kurz vor dem Rauswurf. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann sich Haching noch retten? Also Spielvereinigung steht ja in der dritten Liga da, noch schlechter als der Club in der zweiten. Das ist schade, schade, schade. Da wird tolle Nachwuchsarbeit gemacht seit Jahren. Jetzt auf die Frage Arifan Lent, der Trainer. Ich glaube, ihn trifft keine Schuld. Vielleicht hat man die Liga ein bisschen unterschätzt. Nur mit bayerischen Burschen geht's halt nicht. Und das ist ganz, ganz bitter für den Manni Schwabel, für den Präsidenten, den ich sehr schätze, den ich auch persönlich gut kenne. Aber Hoffnung auf Rettung? Nein. Es ist auch kein Geld da. Musste man ja kürzlich erst Nico Mantel verkaufen. Der 21-Jährige war jetzt 10 Jahre Torhüter bei Unterhaching zu Red Bull Salzburg. Hat's 2 Millionen gegeben. Nein, Hoffnung habe ich keine. Arifan Lent wird bleiben. Sie wird mit ihm absteigen. Und nächste Saison geht's dann gegen Eichstätt, Buchbach oder Schalding-Heining. Ein weiterer bayerischer Verein in der Krise, der spielt in der ersten Bundesliga, der FC Augsburg. Die stehen auch mittendrin im Abstiegskampf und Heiko Herrlich soll da schon seit längerem auf der Abschlussliste stehen. Da sind auch schon Trainer-Nachfolger im Gespräch, Markus Weinzierl, Manuel Baum, die Ex-Trainer. Wird sich Heiko Herrlich über die Saison noch retten? Nein, nein. Die Tage von Heiko Herrlich sind gezählt. Seine Bilanz ist einfach zu schlecht. Und Leverkusen kommt jetzt zur Unzeit nach Augsburg. Sonntag um 13.30 Uhr. Ich darf das Spiel wieder kommentieren für Bayern 1. 19 Spiele hat es gegeben zwischen den beiden Vereinen. Augsburg hat noch kein einziges gewonnen. Das ist eine unheimlich schlechte Bilanz gegen die Werkself. Und die 5 letzten Spiele hat Augsburg verloren mit 2:13 Tore. Ah, glaube ich, geht nichts am Sonntag und dann wird die Reißleine gezogen, weil sie 6 der letzten 7 Spiele in Summe auch verloren haben, die Augsburger. Denn dann geht es ja nach Mainz und nach Hertha gegen vermeintlich Schwächere. Ja, also 6 der 11 Niederlagen gab es auch im Kalenderjahr 2021 und es sind in Summe 4 Punkte weniger als in der vorletzten Saison nach 21 Runden und da musste ja dann Martin Schmidt gehen, der damalige Trainer. Also trotz Bekenntnis von Stefan Reuter zuletzt zu Herrlich, er wird gehen müssen, vielleicht schon nach dem Sonntag. Zurück zu dir, Alexander. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport@pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de Podcast.